Mir ist ein Video unter die Augen gekommen, was ich natürlich nicht missen möchte. Und zwar heißt dieses Video Mein Cringe Date mit Raft auf den Madeira. Auf Madeira. Date Night Traumpaar gesucht mit Revi. Und wir wissen, es gibt jemanden, und zwar genau Revi, der in letzter Zeit einfach Content abliefert, der einfach nur 10 von 10 ist. Gucken wir einfach mal rein. Ah, Bruder, warum schreit das scheiß Video mich schon wieder an, Digga? Das ist doch unglaublich. Ich seh gut aus, okay, es geht klar. Kette weg, keine Kette, ohne Kette, okay, keine Kette. Wo kommt sie? Keine Küte. Ich fahre jetzt los, oh Gott. Soll ich eine andere Hose anziehen? Also ich finde die geil. Nee, ich hol eine andere. Sebastian, Chat, ich bleib nicht. Kurz hier. Oh, da kommt der Kellner. Deutlich besser, oder? Hat keinen Kontrast, finde ich Nein, was denn? Guck mal, es ist eine Anzugshose. Zieh die Schuhe an, dann hat's Kontrast. Ja. Hast du ein Hemd für mich, Max? Ein Hemd, ich zieh an. Ja, komm. Beeil dich, okay. Hey, okay. Max. Wir schauen schnell auf ein Hemd. Zeig das Hemd. Chat, was sagt ihr dazu? Zieh das an. Chat. Ist gut. Sehe ich mich da, Chat? Ihr müsst kurz Tausch machen. Okay. Zieh das an. Der macht das. Weiß ich nicht. Was ist das? Was sagt der Chat? Weiß ich nicht. Das ist nicht okay, ist das. Das ist nicht okay. Das ist gar nicht okay. Ich würde gerne wieder das andere anziehen, einfach. Aber danke, Max. Gerne. Ja. Hast du kein anderes dabei? Nee. Warum ziehst du das nicht an? Weil das komisch aussieht. Nein, bitte. Au! Schön, doch nicht. Okay. Okay, um das ganz kurz, ich hab jetzt keinen Background zu dem ganzen Ding, das jetzt hier passiert, aber es ist jetzt sozusagen so eine Art lustiges Format, wo Raft und Revi sich zusammen im Prinzip treffen, um ein Date zu haben. Und Elena Camperi, die alte... Genau. Ich hoffe, du kannst meine Haarpracht sehen, Elena. Habe ich nur für dich gemacht, die Mähne. Genau. Mit 5 gegifteten Subs. Elena, Kuss geht raus an dich für die gegifteten Subs. Elena, ich kann dir nur eine Sache empfehlen. Ich war neulich bei dir im Livestream und du hast schon wieder eine Geschichte über deine Zeit bei Dan Brazil erzählt, okay? Und dann hast du einfach kurzerhand eine halbe Stunde lang durchgelabert, ohne in den Chat zu gucken. Meine Kommentare im Chat, cool Story Bob, der Chat, cool Story Bob, Elena. Und dann waren wir mit Dan Bilzerian dann auf seiner Yacht und dann nächsten Tag haben wir gefrühstückt. Und ja, Elena, ich kann dir auf jeden Fall nur empfehlen, es wäre wichtig für dich, wenn du in Zukunft, während du eine Geschichte erzählst, auch in den Chat reinguckst, ob die da vielleicht noch eine Zwischenfrage oder sowas haben, damit du die dann beantworten kannst, okay? Hallo! Hallo! Ja, dann machst du den Knopf zu. Okay, die haben jetzt ein Date und der hat jetzt ein Date mit Reef, ja? Antonia, hallo erstmal, ne? Schön, dass du hier bist. Setz dich. Thank you. Wie findest du das Setup? Schön. Ist gut, ne? Sehr schön. Ja, ne? Hast du gut hergefunden? Ja! Ja, möchtest du was trinken? Wir haben Wein. Also ich muss echt sagen, ich finde Antonia ist eine wirklich nette. Ich darf nicht trinken, ich bin doch hergefahren. Hey, du schläfst doch hier, oder nicht? Nein. Geht jetzt schon so schlecht los. Welchen magst du denn lieber, weiß oder rot? Weiß. Dann nehmen wir den weißen mit ein bisschen Eis. Folgenderweise läuft das hier heute ab. Wir haben einen Get-Together, ein Date, ne, quasi. Und Tobi und Julius haben uns Dinge vorbereitet auf einem Zettel. Diese Sachen müssen wir irgendwie mit ins Gespräch einbinden und so. Wir pretenden, wir würden uns nicht kennen, ja? Ja. Ein ganz normales Date hier, okay. So. First Date. Und diese Sachen passieren. Es gibt Aufgaben, die wir beide bekommen. Es gibt Aufgaben, die aber nur einer von uns bekommt. Und das kann super unangenehm, aber auch super unangenehm werden. Okay. Ne? Zeig mal, was haben wir da? Ja. Duro. Reserva, super. Und was machst du für Musik? Ach, alles, was erfolgreich ist, ne? Klassisch? Nee, also höre ich schon gerne, aber ich mach's sehr gerne. Sehr gerne. Kann ich noch ein paar mehr haben? Ja? Ja. Ich glaube, er möchte auch noch ein paar mehr. Was, jetzt schüttet da alles rein? Mann, ey. Danke dir. Was seid ihr hingegangen? Wie bitte? Achso, wir kennen uns ja nicht. Ja. Yeah. Ich hatte was für die Dame. Ja. Ja, und das mache ich halt ist hier. Ist schön, rein, ja. Ne? Ist schön. Wir wollten halt mit mehreren Grundstücken. Und was machst du sonst noch in deiner Freizeit? Ich bin sportlich. Ne? Mhm. Sport ist mir sehr wichtig. Hast du eine Lieblingszahl? Ja, die 7. Genau. Ja, und du?
13. Warum? Wegen. Weil so, Farbe? Ist blau. Mhm. Aber ich, also wie gesagt, Sport finde ich halt super angenehm. Ist ganz nice. Ist lecker, ne? Ist super lecker. Ja. Was machst du so? In meiner Freizeit. Mhm. Also ich mache OnlyFans. Mhm. Mhm. Ich muss mal alles auch ausschließen. Mhm. Cool. Das ist voll schwer. Ach, die bekommen da so zu, ach, die bekommen da so To-Dos. Aha. Was soll ich machen? Ja. Wie lange bleibst du jetzt hier? Ein paar Tage. Oh Mann. Ja. Oh, die Cam ist drüber. Ja, da stand, versuche die ganze Zeit Antonias Hand zu halten. Was für so ein Depp. Digga, die Facecam muss ja irgendwo. Wisst ihr was? Scheiß drauf, Digga. Ein paar Tage. Ja. Ich bleibe ein paar Tage jetzt hier und das ist halt echt angenehm. Genau. Ja. Ja. Also die Verletzte? Hab mich geschnitten heute. Wie ist es passiert? Ich hab das Essen vorbereitet. Schön. Ne? Ja. Und dann, was ist denn passiert? Bitte? Was ist dann passiert? Dann war schönes ich, Wetter heute. Im Pool. Mhm. Und viele Wolken, ne? Aber ja, hoffen wir mal, dass es weiterhin sonnig bleibt, ne? Mhm. Ja. Rüttle die ganze Zeit mit Absicht am Tisch. Gut, ja. Das ist ein Dip à la Elite. Ah, schau mal hier. Damit es nicht ganz so trocken ist. Mhm. Also das Konzept kenne ich ja bereits, und zwar von den Streams von Marc. Da bekommt man durch einen Knopf im Ohr sozusagen mitgeteilt, was man jetzt tun soll. Da war zum Beispiel mit Emma, war das so, ich saß dran und Emma sollte immer lachen, wenn ich einen Joke gemacht habe, okay? Und ich die ganze Zeit am Jokes machen, ich merke, Emma lacht, ich so, jawoll, Alter, die findet mich ultra lustig. Alles, was ich sag, ultra lustig. Alter, ich komme brutal gut bei der an. Erfahre ich nach der Show, dass die einfach lachen musste. Und das ist ein absolutes Omega-Lull-Alkes. Digga, warum glänzt meine Stirn so aggressiv, Digga? Als würde ich einen Stern reflektieren. Was soll denn die Scheiße, Mann? Und warum sehen meine Haare so Digga, ich sehe aus wie ein... Wenn ich so mache... Ja, sie sind Straßenpenner, oder? Nett. Sobald hier was unten rechts was Neues steht, lese ich es euch direkt vor. Hör doch mal das Menü. Das, das hier kommt. Die Kerze wackelt ein bisschen, wenn man, ne? So macht. Mhm. Ja. Das ist unangenehm. Die könnte umfallen. Ich hoffe, dass das Menü dir auf jeden Fall heute schmeckt. Das wird echt ganz cool. Ja. Das ist aber lecker, oder? Tatsächlich. Das schmeckt echt gut. Also ich muss sagen, ich finde ja die Idee an sich geil von dem Format, dass man mal was Neues macht, wisst ihr, ich meine? Hier ist das natürlich eher so ein bisschen haha-mäßig umgesetzt. Ich hätte zum Beispiel gefeiert, hätten die beiden sich richtig unangenehme Fragen stellen müssen und richtig unangenehme Antworten geben müssen. Das wäre zum Beispiel witziger gewesen. Wäre hilfreich, wenn du nur mit einer Hand essen könntest dann. Okay, ja. Ich habe keinen Plan, was deine Aufgabe ist, Rivis. Ich komme wirklich nicht auf die Idee, ne? Ach so, der gibt denen die Aufgaben. Ach man. Ja, da war ich jetzt auch gerade ein bisschen lost. Das habe ich gar nicht gecheckt, dass der denen die Aufgaben durchgibt. Ja. Ja. Das ist jetzt auch eine neue Aufgabe. Mhm. Und das fällt ja dann wahrscheinlich weg, oder? Ja. Mit der Kerze. Der steht jetzt, rülpse zwischendurch einfach. Also bei Revi. Problem hier, ne? Bisschen nervig. Das hält sich noch in Grenzen so, aber stabil ist was anderes, ne? Ja. Ja. Ich hoffe, das war die Aufgabe. Bitte? Ich hoffe, das war die Aufgabe. Was meinst du? Ach so. Nee. Und wie war es bei dir so mit vergangenen Beziehungen? Ja, ich hatte mehrere Jahre was. Das ist ganz witzig, die Aufgabe, weil wusstet ihr, dass man Rülpse erzwingen kann? Ich glaube, ich habe das on-stream schon gemacht, aber man kann Rülpse tatsächlich erzwingen. Und wenn ihr wollt, dann mache ich das mal ganz kurz für euch. Wartet. Der kommt gleich. Genau. Ich guck währenddessen weiter. Ich lasse ihn dann einfach raus, wenn er dann kommt, okay? Mit einer Frau, die halt YouTube und Model gewesen ist, ne? Okay. Und die macht jetzt auch OnlyFans. Mhm.
Und ich bin darin. Ist schön. Das war krass, oder? Das war heftig, ne? Schön. Genau. Also ein Vibe quasi. Ein Vibe? Ja, und genau. Ja, also ich hatte, bin jetzt schon wieder was länger Single. Und suche die nächste Feste. Aber auch nicht schlecht. Ja. Ja. Okay, also bist du schon ein Beziehungsmensch? Ja, schon, ne? Ich sag mal so, ich hatte auch schon den einen oder anderen One-Night-Stand halt, ne? Weißt du, gib Revi dreimal unabsichtlich einen Tritt. Perfekt, im Endeffekt bin ich dann doch so der Beziehungsmensch. Wie sieht es bei dir aus? Das war ein Tritt. Entschuldigung. Kein Ding. Ja, ich war jetzt länger nicht in der Beziehung, ne? Mhm. Aber ist halt auch manchmal... Krasser Tritt. Ja. Ist halt auch manchmal schwierig, was zu finden, ne? Vor allem Dating auf Madeira ist halt... nicht so das... nicht so das Leichteste. Ja. Und also Dating-Erfahrung, deswegen in letzter Zeit ein bisschen mau. Ja. Aber an sich... Es ist ja schön, dass ich dann hier bin. Ja, ist ja auch ein Zufall, dass ich finde schön, dass wir jetzt ein Date hier sprechen, haben. Ne? Ah. Ja. Schrei Reefed einfach an, wenn es dir gerade am besten passt. Und du wohnst hier auch auf der Insel, ne? Lass mal ganz viel Wein trinken und ich penne doch hier. Ja. Ich war heute schon von Anfang, also am Anfang vom Stream war ich heute schon vom Turnierdreh. Also mein Onlyfans-Dreh. Der Wein ist so gut! Der ist richtig gut, der Wein. Das finde ich schön. Ja. Was ist das für ein Baujahr? Hm? Kennst du dich mit Wein aus? 2019er Reserva. Durodok! Maslavia Fina. Ist ein sehr, sehr guter Wein. Kommt vom Festland hier, nähe Porto. Ja. Das ist ein edler Tropfen. Ja, ist super. Hast ist du manchmal gut. Probleme mit deinem Organ? Bitte? Dass du lauter wirst auf einmal? Ja. Entschuldigung! Lara die ganze Zeit übertrieben künstlich bei Revis Witzen. Ah, okay, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ne? Ja. Ja. Du also, bist echt ein guter Typ. Ich zieh mal meine Brille aus. Steht dir auch, siehst auch super aus ohne. Ohne? Du siehst auch extrem gut heute aus. Du bist sehr hübsch heute, bist du sehr hübsch. Oh Mann. Das ist schön. Ja. Oh, sehr, sehr hübsch. Mann. Ich muss sagen, ich fühle schon, dass wir beide so ein bisschen auf einer Wellenlänge sind. Wir haben da einen Vibe. Einen Vibe haben wir. Zusammen haben wir einen Vibe. Ja. Ist das eines deiner ersten Dates jetzt hier auf der Insel oder wie sieht das aus? Mm. Was da? Ja, bitte. Hier ist jetzt bis jetzt datingmäßig nicht so viel los, oder? Ja. Nee, nicht so viel. Was hat es eigentlich mit den Fehlern auf sich? Real Talk. Mit welchen Fehlern? Mit welchen Fehlern? Sieht top aus, ey, Bruder, Model, Schmodel, du weißt. Mit welchen Fehlern? Mann! Mit den Fehlern in deinem Gesicht. Also, wie gesagt, es kommen ja manchmal Touristen, auch so wie du, die vorbeikommen, wo man dann mal so ein ganz klassisches Date wie gerade. Ich noch einen Zwischengang für sie beide. Also ganz kurz, das sieht jetzt nicht die Aufgabe, dass sie es ignoriert. Ach, das war live! Ach, das war live! Manchmal mit, mit Dating hier, aber... Ja. Wenn Leute vorbeikommen wie du, dann ist es ganz schön. Ja. Und bei dir in Deutschland? Kommst du aus Deutschland normalerweise? Ja, also ich wohne ja normalerweise in Deutschland. In wo? Und in Deutschland wohne ich ja in Köln. Und da ist ja natürlich jetzt gerade Lockdown-mäßig alles. Wie? Natürlich ist halt alles irgendwie, ist halt alles ein bisschen, sag ich mal, komprimierter. Ne? Und da bin ich auch froh hier, dann auch mal im Ausland, bin ich froh, tatsächlich dann auch die Möglichkeit zu haben, jemand Neues kennenzulernen, der vor allen Dingen meine Sprache spricht und mir auch ein bisschen die Kultur hier vor Ort zeigen kann. Ja, Kultur, ich weiß nicht, wie du in den nächsten Tagen Zeit hast, können ja mal in den Norden fahren. Oh, der Norden, der soll super sein. Und an die Ostküste. Was hältst du von Campen? Findest du Campen super? Und an die Ostküste. Campen ist auch schön, können wir auch gerne mal machen. Willst du mit mir zelten gehen? Zelten? Ich habe ein schönes, großes Zelt, da können wir gerne mal hingehen. Genau.
Das muss ich kurz erstmal verdauen.